Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, den Karbin. Es ist noch dunkel, es ist 2 Uhr, aber der Karbin hat schon was gemacht. Ha, schaut mal da, was da ist. Ich war so frei, ich musste machen, weil es sind Dinge passiert. Ja, wie soll es anders sein? Ach übrigens, gucken Sie auch mal hier. Es braucht dich. Es sind Dinge passiert. Aber was soll ich sagen, kommen Sie mal mit. Ich musste ein paar Sachen umbauen. Essentielle Sachen. Es ist mir vielleicht etwas eingekracht. Ja, ich habe das Ding versucht abzubauen, oder beziehungsweise nicht, ich habe es versucht, ich habe es gemacht. Weil ich gedacht habe, das liegt ja bloß auf. Und ich habe gedacht, wenn denn stürzt bloß dieser kleine Bereich ab. Alter, das ist hier vorne weggekracht. Bis hier vorne muss ich nachbauen. Nicht so gut. Nicht so gut. Ja, wie gesagt, das habe ich jetzt fertig. Ich bin auch schon am Produzieren. Also ich bin da so an Einschmelzen. Keine Panik, die wollen nicht zu mir. Also hoffe ich. ja. Oh. Habe ich schon erwähnt, dass ich Holz brauche? Das habe ich nämlich auch nicht. Aber Steine sind schon an Einschmelzen und das habe ich jetzt auch schon fertig. Also was heißt fertig? Ich bin da schon an Sachen produzieren. Also die Munition haben wir jetzt hoch. Spikes habe ich jetzt auch schon gemacht. Und, ach so, siehst du, Nahrung habe ich auch schon gemacht. So, ups, ein wenig. Das ist aber noch nicht alles. Kommen Sie mal mit. Ah, kicken Sie mal hier. Ich habe das ein bisschen umgearbeitet. Dass man hier leichter rennen kann. Ist leider noch nicht aufgewertet und das müssen wir unbedingt machen, weil wir wissen ja, Horde 2 Kotzer. Das kotzt mich an. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass das jetzt so besser ist. Schauen wir mal. Munition ist ja da. Ich muss ja bloß jetzt noch die Spikes aufsetzen. Und ich sehe, ich habe schon einen Fehler gemacht. Da vorne. Der Aufgang, der ist viel zu schmal. Da sollten ja eigentlich Spikes rauf. Ui, 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 ui. Ich nehme gleich mal was zum Essen mit. Ja, wie gesagt, habe ich gestern rumhantiert. Auf immer bricht die ganze Kacke zusammen. Alter, ich stand da. Ja, toll. Und ihr könnt aber wirklich nehmen. Also, das ist wirklich... Ich sag mal so, Kinnlade war unten, aber bis zum Anschlag. So, ich wollte jetzt auch den zweiten aufstellen, hab aber mitgekriegt, weil, obwohl wir daneben stehen, du kannst bloß, wenn ich nach links hier, funktioniert die linke Seite, wenn ich nach rechts hier, funktioniert die rechte Seite. Obwohl das ja nicht so weit auseinander ist. Ich habe gedacht, dass die alle beide gleichzeitig funktionieren, aber anscheinend nicht. Habe ich mir entschieden, ich lasse jetzt erstmal bloß einen Teil da, oder wir machen zwei nebeneinander. Diese Möglichkeit besteht auch. Ach, und das ist noch nicht alles. Ich will mit euch heute noch Rüstung herstellen. Und zwar habe ich mir ein bisschen so... Ich habe mir ein paar Sachen wieder abgeschaut von ganz Nerds and Steel. Stahl. Schon verkackt. Sorry. Ja, der hat nämlich eine Liste aufgestellt. Seine besten Rüstungen. Und hat das auch erklärt. Richtig nice. Und ich habe mir natürlich geklaut. Warten Sie mal, ich kann es euch so erzählen. Warten Sie mal, muss ich mal kurz rüberrutschen. Schiebt mal kurz hier rüber. Zack, Bums. Da. Die möchte ich bauen. Ich brauche die Nerdmütze. Ich brauche die Pfarrerhandschuhe sind das. Ich brauche, das waren die Nomadenrüstung. Glaube ich. Ja. Und, ja gut, die werde ich auch noch finden. Das ist unsere Rüstung. Natürlich nicht in dieser Farbe. Es wäre schön, wenn ich mir das leisten könnte, aber... Was ich mir leisten kann, ist ein Bruch. Ja. Hey, sagen Sie mal. Warum wachsen die Bäume nicht, die ich da eingepflanzt habe? Oder sind die wachsen und ich habe die zu weit weg? Ja, ja, gut. Alle Beete ist möglich. Gut, dann muss ich die hier auch nochmal. Ja, ja, ist doch gut. Mal hier rin klatschen. Ja, ist doch gut. Ach, und ich hatte in der Zwischenzeit. Ich habe gestaunt. Also habe ich wirklich. Ich hatte bloß eh eine Schreibmaschine da gehabt. Weil ich war ja auch unter Tage und hab da, gepimmelt hab ich da. Ich hab da ein bisschen Holz geknattert. Unter Tage hab ich Holz geknattert. Alles klar. Ich meint natürlich Steine. Hallo Sie! Ja, hallo!
Was machen Sie denn hier? Rück, ey, nicht auf der Pelle rücken. Nicht auf der Pelle rücken. Das muss ich schießen. Ich hab eine Knifte. Bin gefährlich. Vor allen Dingen, ich hab jetzt auch... Ich würde jetzt nicht sagen, unbegrenzte Munition, aber so ähnlich wie Kugeln habe ich für euch. Also lasst mich in Ruhe. Ach, und Repair-Kits müssen wir noch bauen. Ganz, ganz groß auf der Liste. Ich habe nämlich... Ich habe noch Sachen rausgefunden. Noch wichtigere Sachen, aber das ist eher so nach-Horde-mäßig. Oder beziehungsweise... Bin ich doof? Ich habe doch noch Zeit. Nein, ich kann mir nämlich auch Minibike schon bauen. Logischerweise. Ja. Das Problem ist, ich habe schon ewige... Ich habe jetzt schon ewig gebraucht, um Motor zusammenzubekommen für den Mischer. Bis da hinten stehen keine Autos mehr. Bis in die nächste Stadt, Dorf, wie auch immer. Bis dahin habe ich alle Autos abgeschraubt und habe einen Motor bekommen. Dann wollte ich bei einem Händler einen Motor kaufen. Hab natürlich die Kohle vergessen. Wie soll es denn auch anders sein? Aber ich habe die Quest abgegeben. Wir hatten noch einen Abschlussquest, weil wir den Händler freigeschalten hatten oder so. Irgendwas haben wir gemacht und ich konnte mir Munition aussuchen. Also ich habe mir Munition ausgesucht. 100 Pistolen. Nee, das stimmt nicht ganz. 200 und ein paar Zerquetsche waren das. Das waren so ja 300 Schuss. Ich glaube, das waren 300 Schuss. 309 mm. War richtig krass. Da habe ich erstmal so meine Augen. Aber ist alles gut. So, gut, dann werden wir das da vorne erstmal ein bisschen ausbessern. Jo, das kriegen wir aber hin. Weil, wie gesagt, da sollen ein paar Spikes hin. Und, ohne ein paar Spikes, ohne Platz, da nix Spikes und so. Das wäre nicht so gut. Dann lassen wir ihm halt ein bisschen Auflauf. Also nicht Einlauf, sondern Auflauf. Und dann ist es gut. Ich hab das jetzt so gemacht, ja, aber ich hab ja ganz vergessen, wir hatten ja hier so seitlich noch hier ein wenig Platz. Ach, ist natürlich jetzt gut. Jetzt muss ich jetzt mal kicken, dass ich hier nicht runterfalle. Und ihr wisst, ich neige zum Runterfallen. Vor allen Dingen, wenn unter meinen Arsch Spikes sind. Das ist ja prädestiniert zum Runterfallen. So, ich würde mal sagen, das reicht, wa? Das sind hier noch, das ist hier noch Fläche, da können die denn sich austoben. Ja, ich weiß, ich kann die auch gleichzeitig herstellen, aber mache ich nicht. Na komm. Ja. Eh noch, wa? So, noch ihn. Und dann müssen die jetzt auch nochmal weg. Aber das kriegen wir schon. Keine Panik. Ich habe das jetzt gestern auch schon mal umgebaut. Und da ist das auch nie eingestürzt. Bitte stürzt jetzt nicht ein. Ist jetzt kein Dings sein Vorführungseffekt. Genau, das ist das, was ich sagen wollte. Hab ich doch gesagt. Keine Panik. Das funktioniert alles. Muss ich das bloß noch aufwerten. Mit der... Es ist eigentlich total sinnlos, aber ich werde da auch die Dings ranbauen, so treppenmäßig schrägen. Ja, das werden wir tun. Und dann muss ich eben halt in der Schnelle die Kacke halt einschmelzen. Steintechnischerweise. Dass wir Mischung machen können. Weil wie gesagt, die nächste Horde ist mit Wolfi. Und mir wäre ganz lieb, wenn ich Wolfi nicht bei uns drin lassen könnte. Das wäre schon ganz nice, werdet. Wenn Wolfi draußen bleibt. Bleiben würde. Aber wir haben jetzt einen Vorteil. Im Gegensatz zur letzten Horde. Das Schubse-Ding haben wir. Das gute alte Schubse-Ding. So heißt das. So heißt das wirklich. Das Schubse-Ding. Man kennt es. Und hier kriegt ja eins wie Spikes hin. So, warten Sie mal. Jetzt kommen da Treppen. Ports ran. Diese da. Diese da, Gisela. Ich weiß nicht, warum ich das gerade gesagt habe. Es war gerade da.
So, das sieht ja schon fast. Ja, dann können sie hier hoch. Und wenn sie seitlich abhauen wollen, können sie das hoch. Und dann werden sie von Spikes zerlegt. Das gefällt mir ganz... Entschuldigung, gut. So, und dann werden wir uns versuchen, Motorisierung zusammenzuschrauben. Da brauchen wir nämlich nicht auf einer Gen oder so laufen. Und können mehr Stuff abholen. Wir haben da noch überall, also wir haben bei Bobbe Zeug liegen, wir haben bei Jen Zeug liegen. Ach ja, es wird sich nie ändern. Ich sehe da ein Muster. Aber dieses Muster war euch vollkommen klar, wartet. Aber gib mal, das reicht ja denn hoch. Das sind eh 2 Meter zu mir. Aber ich habe unten noch nicht kein Nitrat, kein Eisen, nichts gefunden. Also ich muss noch ein bisschen tiefer schürfen. Ich hoffe nicht, dass ich zu tief schürfe. Wir wissen ja, was passiert, ne, wenn man zu tief schürft. Ich will hier keinen Ballrock. Ja, wie gesagt, das habe ich abgekloppt gehabt und dann zack, bums, war alles. Alles für den Popis. Aber da kommt trotzdem alles weg hier. Für die Einsicht. Das sieht nämlich nie ein. Wisst ihr? Ja, hier habe ich jetzt hier so... Kommen Sie mal mit. Mich ein bisschen weiter nach unten gefräst. Hier so. Ich habe jetzt also überlegt, ob ich jetzt immer hier so die Breite nach unten mache. Treppe technischerweise. Kann ich mich mehr mit abfräsen, wisst ihr? Und ich war jung und brauchte die Steine. Ja. Das ist das Ganze. Und hier werde ich jetzt einfach erstmal runter. Bis zum Bedrock. Ne? Bis wir das Glück haben und gewisse Materialien finden. Das ist der Plan. Wenn ich genug Ausdauer habe, dann habe ich natürlich nicht, weil auch mein Inventar voll ist. Und ich sollte gucken, dass wir uns bald Kaffee anbauen. Kaffee ist das Ding, was wir jetzt brauchen. Die Menschheit braucht mehr Kaffee. Die Welt für Kaffee. Man kann es auch steigern. Nee, ich hab's nicht gehört. Ich meinte, ich habe nichts gehört, so. Ich wollte nicht ignorieren, sondern ich habe einfach nichts gehört. Genau. So, Metalle kommen denn unten hin, habe ich mir gedacht. Ich habe schon unten eine Kiste hingebaut. Das werde ich mal gleich verarbeiten, weil, wie gesagt, ich brauche Pflastersteine. Aber das kann hier bleiben, das kann hier bleiben. Das kommt unten in eine Kiste drin, das kommt hier hin. Das kommt unten hin. Das brauche ich später. Ja, ich werde das auch noch... Ich schwöre, ich werde es versuchen zu sortieren. Nein, ich werde es nicht versuchen, ich werde es machen. Aber jetzt erstmal... Nicht. So. Wir brauchen halt mehr Kisten. So, rinnen damit. Zündi, zündi. Das kann auch gleich eingeschmolzen werden. Ja, das ist das, also da sind schon ein paar Stacks weggeschmolzen, ne? Habe ich schon gemacht. Weil, wie gesagt, viele Autos, wenig Motoren, aber Kühler habe ich gekriegt. Ah ja, so ist das. Achso, ich wollte jetzt gerade sagen. Ist ja nicht so viel. Naja. So, hier soll denn quasi das Zeug rein. Das machen wir mal gleich richtig. Obwohl, wahrscheinlich wird das irgendwann mal mehr sein. Dann kann ich schon mal so machen. So doppelt, wisst ihr? Wo ich wahrscheinlich das auch wegschmelzen muss. Ich habe mal eine ganz dumme Frage. Die frage ich auch jetzt gleich. Wir hatten doch damals versucht, Münzen einzuschmelzen. War das jetzt in der Mod oder war das jetzt in der Stable? Weil Münzen konntest du ja nicht mehr einschmelzen. Aber ich habe gesehen, dass jetzt Münzen mit einschmelzbar sind. Und jetzt war ich so verwirrt, dass ich nicht mehr weiß, ob das jetzt in der 21 war oder in der experimentell. Und jetzt war das doch mal so gewesen, dass du keine Münzen einschmelzen konntest. Warum sollte man das machen? Ah, nein. Warum sollte man sowas machen? Münzen einschmelzen, das wäre ja total dumm.
Es sei denn, man braucht Munition und ist zu faul, Autos auseinanderzuschrauben, oder beziehungsweise man hat die ganzen Autos auseinandergeschraubt. Tatsache, geht. Hat die ganzen Autos auseinandergeschraubt und hat das Spiel so eingestellt, dass es respawnt. Denn ist das ein Problem. Dann könnte man auch zur Not Münzen auseinanderschrauben. So, warte mal. Der ist jetzt, wie gesagt, an der Mache. Da ist noch nichts drin, weil von nichts kommt ja nichts. Naja. Das bleibt auch hier, weil... Nein, das... Ja, obwohl, das kann ich auch erstmal hier lassen. Weil das hier unten hingehört. Weil hier unten brauche ich das ja auch. Das, also heißt, das hat da oben auch nichts zu suchen. Da muss ich mir das nochmal umdenken. Aber ist ja nicht so schlimm. Erstmal brauchen wir mein Fahrrad. Ein Karbin läuft nicht. Und wenn das bloß auf dem Weg zum Auto ist. Zu den Autos. Also in dieser Richtung habe ich, wie gesagt, Schraube, Meister und Söhne. Wir gehen jetzt in dieser Richtung. Auto City mäßig. Yay. Auseinanderschrauben. Und warum laufe ich jetzt da schon wieder? Na gut. Vielleicht ist es ja schon. Erstmal Husti Husti. Und will er an. Ja, es hat funktioniert. Meine Mute-Taste funktioniert wieder. Ja, vielleicht ist es ja schon das Auto, was ich abschraube und dann haben wir das. Kann ja sein. Man weiß es ja nicht. Man munkelt. Mal gucken, ob das Munkeln nicht umsonst war. Weil ich habe nämlich nur 3 Repair-Kits. Und wir haben nämlich jetzt 18. Ich bin gespannt, was der jetzt da hat. Deswegen will ich zum Händler. Und vielleicht ist unser Glück hold und der Kunde ist old. Ich meinte, vielleicht hat er ja auch irgendwie Waffe oder Motor. Motor, ja, das wäre schön. So ein Motor, dann brauchen wir den nicht schrauben. Es sei, ich krieg ihn jetzt. Und dann gucken wir wegen Rüstung. Oder beziehungsweise, wir gucken nicht, wir stellen sie uns her. Aber ich habe schon nachgeguckt, also unsere Rüstung wird orange sein. Also herstellungstechnischerweise. Aber wie gesagt, mit dem Stahlwerkzeug, das einzige Problem, wie gesagt, ich habe keinen Schmelztiegel. Sollte ich erstmal gucken, ob er den hat, wa? Dann kann ich nämlich auch Stahl herstellen. Wie heißt denn das? Den... Ihr Pumpding. Blasebalg. Den habe ich nämlich schon hergestellt. Den konnte ich mir nämlich herstellen. Das habe ich dann auch gemacht. Jetzt fehlt uns bloß noch der Schmelztiegel. Und wenn er den hat, egal was er kostet, dann sollte ich den erstmal nehmen. Weil bis der freigeschalten wird... Das Thema lassen wir erstmal. Das fällt nämlich aus, weil ist nicht. Ist wirklich nicht. Also das ist nämlich das letzte, was da in dieser Richtung freischalten tust. Und das bringt mir überhaupt nichts. Gar nichts. Und da das ja essentiell ist für uns... Oh, da ist ein Auto. Nicht mehr lange. Elkawatsch. Elkawatsch könnte doch durchaus und ist. Nee, ist schon offen. Durchaus möglich sein, dass der das gibt, was ich haben will, ne? Gucken wir mal. Es wäre dumm, das nicht gleich zu machen, weil nachher rufe ich mir da drin einen Motor, weil er ihn hat. Und dabei hat er, hätte ich hier umsonst haben können. Ja, das ist clever. Das werden wir so machen. Wenn wir Glück haben. Aber diesmal haben wir kein Glück. Aber das ist ja noch ein Auto. Wir haben 3 Versuche. 3 Versuche. Die werden wir mal versuchen. Wir sind auch ein Versucher, wie ich. Ihr könnt mir auch eine Ratsche bauen. Hätte ich jetzt das richtige Material mit. Eine bessere... Aber da ich das ja ausgepackt habe, weil ich ja so clever war, lassen wir das mal. Oh ne, brauchen wir nicht. Ich habe Motor gekriegt. Gut, dann können wir uns schon mal die Karre bauen. Das ist schon mal ganz gut. Wenn wir nach Hause kommen.
Das heißt schon mal, wenn es so sein hätte sollen, können, tun, würden wir, nicht würden, sparen wir jetzt aber Geld. Das ist gut. Haha. Schön Ding. So, nicht auf dumme Gedanken kommen, gleich wegpacken, das Ding. Sicher ist sicher. Warten Sie mal. Batterie hoch. Obwohl ich schon eine blaue Batterie zu Hause habe. Also, wenn ich nicht die war. Ich hatte nämlich schon eine blaue Batterie. Hallo, ich bin's, um deine neuen Sachen zu... Warte mal. So. Habe ich meine Plünderbrille? Habe ich gar nicht mehr bei. Meine Händlerbrille. Oh, schade. Look who decided to show their face again. Also, ein Amboss hat er schon mal da. Ein Amboss. Ist eine Ratsche. Das wäre ja auch. Also eine Knarre. Also keine Knarre, so. Sondern eine Ratsche-Knarre. Ratsche-Knarre? Naja, gut, ihr wisst schon, was ich meine. Also, da sehe ich schon mal nichts. Jetzt freut mich gerade, ob Jen die richtige Wahl wäre. Munition, bist du auch eine Blindpese? Also, nichts. Ich nehme jetzt die Ratsche. Nee, mach ich nicht. Just get warte the mal. Fuck out of here. Schnabel. Ich wollte gerade sagen, Schnabel. Nee, kann ich noch nicht. Trotzdem kaufe ich mir die nicht. Du bist es mir nicht wert. Hey, Moment mal. Keine Panik, Minibike kann ich bauen, aber ich wollte kicken, ob ich dafür Stahl brauche. Nee, Eisen. Okay. Das wäre nämlich dann, wie gesagt, ein Problem. Eine Motorisierung steht an. Und eine neue Bekleidung. Ey, dann brauche ich ja noch nicht mal das gute Zeug verbrauchen für Kleidung, wa? Also, das ist ja alles noch Billo-Kleidung. Ist ja alles noch orange. Orange. Oh, Alter. Meine Fantasie macht schon wieder Knick durch die Rechnung. Ich hab das Ding auf dem Tisch gesehen und hab gedacht, das sind Ohren hier so wolfmäßig. Fantasie! Jede Menge Fantasie! So, wie gesagt. Na, Meter, reicht die Fläche da vorne? Ich glaube schon, wa? Also. Sie haben ja auch nicht alle mitgerissen oder so. Ich hoffe, dass er da reißen wird. Schauen wir mal. Hey, hey, was war denn das? Ach so, so, ach so, ja, ja. Weißt du, kannst das? Ich hab das. Gut, du kannst das nicht. Ist aber auch nie so. Ach so, ist doch schlimm, weil du bist nämlich. Da ist ein Motor drin. Und eine Batterie. Aber jetzt kannst du. Haha, nichts passiert. So, Minibike. Da brauche ich Eisen für. Jede Menge Eisen. Schön, dass ich... Nee, das habe ich ja noch gar nicht verarbeitet. Das ist sehr, sehr gut, dass ich das noch nicht verarbeitet habe. Ich würde mich jetzt ein bisschen ärgern. Alter, zum Glück habe ich ja durch auch Federn und so. Holy shit. Aber das könnte ein bisschen knapp werden, wa? Ich glaube, ich müsste da noch ein paar Knochen ansetzen. Glaube ich. Oh ja. Ja, gut, warum ich das jetzt auch noch aufhebe? Aber wahrscheinlich, weil das denn. Ey, ich hab schon 8 Stück, wa? Bringt mir aber eine schweigende Pfanne, ob ich die damit herstellen kann. Aha. So, Leder. Gut, dann. Machen wir mal, wa? Also. Ach, Lämpchen habe ich ja. Einmal das. Fertigen. Ein Chassis. Ey, Schatzi. Nicht Schatzi. Ein Chassis. Warte mal, nee, warte mal. Muss ich per Hand machen?
5 Stück. Das geht schon. Noch eins? Noch eins? Yes. Yes, we can. So, das jetzt O. Dann brauchen wir noch die Reifen. Die müsste ich haben, 2 Stück, ne? Beziehungsweise eins. Na, sag ich doch, ich hab doch noch eine Batterie. Aber hat der Karbin auch Reifen? Das ist jetzt die Frage. Ich war der Meinung, ja. Ja, gut. Anscheinend nein. Bitte lass es jetzt nicht daran hapern. Das wäre nicht so gut. So, Rezept. Rad. Ich drehe am Rad. Nicht Öl, sondern Kohle brauchst du. Kohle. Klaro. Wenn es weiter nichts ist. Bin mir ganz sicher, dass ich auch nochmal Kohle hatte. Auf jeden Fall habe ich schon mal Öl, das ist schon mal ganz gut. Säure. Na, das ist jetzt ein Problem. Kann das Ding auch mit Einrad fahren? Ich frage für einen Kumpel. Muss ich jetzt extra nochmal dahin fahren? Hat so den Anschein, wa? Verdammt. Verdammt. Hier oben, das habe ich ja ausgeräumt. Lass mich mal raus. Schon wieder Wasser da? Oh ja. Wie gesagt, das geile Ding jetzt. Ist geil, wa? Frisch Water ohne abzukochen. Nice. Aber das bringt uns jetzt erstmal nichts. Nee, das ist ja mal kacke. Hey, jetzt muss ich extra nochmal los wegen immer Säure oder was? Na, ist ja mal toll, ist das da. Gut, muss ich machen. Ist wichtiger als Rüstung erstmal. Also ist es nicht, aber ich mache trotzdem. Was denn in den Kopf hast, hast du in eine Biene. Oder so. Naja, gut, stimmt nicht ganz. Mit der Säure hatte ich einfach nicht in den Kopf gehabt. Weil ich hatte echt gedacht, dass ich die Reifen habe. Oh, ich hab die auch. Nur nicht hier. Ich weiß, wo ich sie habe. Wahrscheinlich entweder bei Jen oder bei Bob. Ja, gut. Aber ich fahre jetzt nicht dahin wegen die Reifen. Habe ich nicht vor. Da lang. Ich gehe mal davon aus, dass Bobbe sowas hat. Denn ein bisschen Kohle knattern ist ja nicht das Problem. Kann mal jemand den Nebel hier abstellen? Die Sicht ist nämlich gerade Zero. Jetzt muss ich wieder. Na gut, wenn ich schon mal hier bin, vielleicht hat er ja auch Kohle, dann brauche ich nicht buddeln gehen. Dann kann ich es mir gleich herstellen. What are you looking at? For fuck's sake, what is it now? Ich höre dir ja nie zu. Ich ignoriere dich einfach, weil ich es kann. Schönen guten Tag. Das haben wir schon mal. Kohle ist schon mal gut. Das brauchen wir schon mal nicht mehr poolen. Also, aber Säure. Verdammt, ich wusste das. Dieser kleine Dreck hier. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt muss ich doch zu Jen und Dings fahren. Oh nee. Darauf habe ich jetzt keinen Bock. Weil den keine Bock. Das ist doch 1-2 Zentimeter entfernt. Ja, du kannst vergessen. Ich fahre doch jetzt nicht wegen Reifen oder wegen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man beim Looten
Säure findet. Sehr wahrscheinlich, oder? Ich glaube ja. Robbe, du mein bester Freund. Ich will ganz freiwillig für dich arbeiten. So richtig krass. Hallo. So richtig doll will ich arbeiten für dich. I don't like you. Well, good luck. By the looks of it, you're gonna need it. So, dann schnell nach Hause, die Sache ausleeren. Ja, gut. Oder ich... Hatte ich nicht hier oben eine Kiste? Oh mein, hier geht keine Kiste. Weil bis jetzt noch nie nötig war, wa? Es gibt immer ein erstes Mal. Dann brauche ich mich nicht jetzt nach Hause, dann kann ich jetzt erstmal questen und dann, wenn wir das fertig haben, kann ich dann immer noch. Nicht kann, sondern muss. Dann muss ich immer noch nach Hause. Und dann kann ich mich das Zement verarbeiten und dann ist das gut. Gut, gut. Ist ja wichtig. Ich brauche es ja. So. Also. Oh, das muss auf jeden Fall hier hin. Nee, du kommst wieder zurück. Alter, ich renne hier mit alles los, wa? Das sollte vollkommen ausreichen. Glaube ich. Oder was sagt ihr? Ja, klar. Ich muss mal kurz, warte mal, trinken. So. Ab geht da. In eine andere Richtung. Für die Säure. Echt, echt. Nicht das Revier. Das ist schon mal gut. Nach Elan ist auch. Das Ding ist ja leer. Wie gesagt, wird ja eine Stoff gefüllt. Na, dann wollen wir mal, wa? Man sollte niemals hungrig in den Fight gehen. Na, dann komm mal. Also, warte mal. Wir knüppeln erstmal eine Runde rum, wa? Erstmal sparen wir ein bisschen was. Immer erstmal knüppeln. Verschlossen. So. Keine Funzel. Keine Funzel. Mutschin ist auch keine Funzel. Aber der Meer ist ja schon da. Kann ich nicht sehen, dass wir hier Munition verschwinden. Das war wahrscheinlich das letzte Mal, dass er das von mir hört. Ich wollte bloß auch nochmal sicher gehen. Er ist mir auf die Pelle gerückt. Ich sag mal. Ich mag meinen Platz. Ich bin hier. Immer mitten auf seine Locke. Geht doch. Also bis jetzt geht das. Bis jetzt. Ach, immer das Papier. Hä? Achso. Hallo. Sie wollte ihn nur auf Kung Fu machen. Habt ihr gesehen? Ich hab sie gesehen. Voll aggressiv, die Alte.
schon mal gut. Nahrung ist immer gut. Hallo. Da ist aber schon was hinter war. Nichts ist dahinter. Naja, ist nie so viel. Nichts brauche ich nicht. Davon habe ich schon zu viel. Wie gesagt, ich rechne jedes Mal, dass mir ihn auf den Kopf fallen tut. Mag ich nicht, das tut weh. Polymanzei hier. In meinen Revier. Ist das schon? Nee, ist es noch nicht. Aui. Aber wie gesagt, trotzdem immer vorsichtig. Vorsichtig, besser als nachsichtig. Also eigentlich fehlt hier ein Kopf. Wie jetzt? Quest geschafft. Ich muss ja erstmal in den Loot rankommen. Das ist ja das Ding, ne? Aber trotzdem. Lokos. Oh, mir die Nase jetzt schon wieder. Das kann doch nicht wahr sein. Woher wisst ihr denn mal, dass ich gerade ein bisschen beschäftigt bin? Aber bloß ein ganz kleines bisschen verschlossen? Moment mal. Normalerweise muss ich doch in diesen Raum rennen. Um die Sache frei zu... Ach so. Ja, ich erklärt das. Jetzt kann ich mich wieder erinnern. Dann machen wir es mal so. Weil ich es mir ja leisten kann. Und Rückzug. Noch kann ich es mir leisten. Ich sollte mir sowas bei dem Kopf erst leisten, ne? Der eh ein Raum weiter ist. Aber gut. Also, das sind Kopf mit Funzelaugen. Ey, bis jetzt noch nicht eins der Funzelauge, wa? Gut, ich sollte den Teufel auch nicht an der Wand malen. Das wird sich nämlich bald ändern. Hä? Na, da ist er doch. Wo ist er doch? Warten Sie mal. Wir reparieren lieber. Oh, komme jetzt rein. Es war kein Funzelauge. Aber auch ganz schön Knorrhorb. So, warte mal. Hier ist die Tür. Und da ist der Schalter, wo ich ran will. Wie jetzt? Ich habe keine Dietrich mit bei. Aber gut, ich habe einen Dietrich extrem mit bei. Der macht das schon. Also in so einem Schränker finde ich denn so einen Dietrich. Naja. Nö, aber nochmal eine Ersatzknifte. Mir wäre auch ganz lieb so ein Ersatz-AK. So ein Ersatz-AK wäre geil, wa? Nee, hielt nie auf. Ich wollte gerade sagen, wäre wahrscheinlich besser gewesen, hätte ich erstmal nachgeschaut. So. Ah, sind aber nicht die Handschuhe, die ich haben will. Leute, ja. So, ich würde mal sagen. Wir versuchen mal die Sache ein bisschen zu öffnen. Ihr wisst doch, Vorbereitung ist alles. Wie sehe ich, ob da nur Gelbfunzel drin sind oder so. Oder vielleicht sind ja so ja grüne drin. Das erste Mal. Und dicke, denn doof aus der Wäsche kicken und so.
Nee, ich will nicht um aus der Wäsche kicken. La la la. Da ist ja auch noch Kopf. Wo kommt denn der her? Sag ich doch, die wollten mich rinlegen. Na? Nee, nee, Freunde, so nicht. Das kommt ja nie in die Tüte. Gut, ich hätte mir gedacht, dass hier so Gelbaugen oder so drin sind. Aber dass der hier von oben runter plumpsen tut, erst wenn das geöffnet ist, ist ja eine Sauerei, ist das da. Eine schöne Sauerei. Weil damit habe ich nie gerechnet. Das war auch damals nie so, ne? Damals sind die bloß hier rausgefallen. Hm. Ja, gut. Leider keine Säure. Schade. Ich hätte gedacht, dass ich das kriege. Ich glaube, wir müssen doch nochmal an der Gin. Naja. Aber ich kann ja dann schon mal wieder ein bisschen Zement und so vorbereiten. Dass wir wenigstens zurückkommen und dann ist das wenigstens fertig. Es sei, ich bekomme das jetzt. Hätte ja sein können. Nee, hier oben nicht. Schade. Nee, Leute. Leider kein Blei. Blei wurde uns verwehrt. Por favor. Ach, verdammt. Naja, gut. Aber vielleicht kriegen wir jetzt Questbelohnung. Blei? Habe ich jetzt gesagt, dass mir Blei verwehrt worden? Säure meinte ich natürlich. Die wurde mir verwehrt. Sollte man nicht, ne? Oh, die sind alle Beta schon wieder. Ah, ich lasse das aber. Tatü, tata, tatü, tata. Nee, nee, das brauche ich nicht. Ich kann ja die mal auseinanderschrauben. Vielleicht haben wir ja wirklich Glück, dass wir hier jetzt auf den letzten Schiss noch was kriegen, was ich haben möchte. Es ist nicht wahrscheinlich, aber vielleicht habe ich ja doch mal Glück. Eigentlich müsste ja die Möglichkeit sein, dass du hier Säure kriegst. Weil, wie gesagt, ich bin der Meinung, es war selten, aber es kann passieren. Nö. Nö, nö. Nö, 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 nö. Naja, gut. Dann würde ich mal sagen, ab zum Händler. Nur mal gucken. Aber in Obstladen werde ich keine Säure kriegen, ne? Ja, gut. Kommen Sie mal. Ich möchte Ihnen die Grütze aus dem Schädel brühen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hey, wo verstecken Sie Ihre Säure? Wo ist Ihre Säure? Hallo? Ich wollte jetzt gerade sagen. Ich glaube, hier werde ich keine Säure finden. Und ich habe jetzt auch ja keine Zeit. Wir geben jetzt die Quest ab und dann ist es gut. Dann versuchen wir die halt, wie gesagt, bei Gendet nächste Mal. Das kriegen wir schon hin. Jo. Auf der Suche nach den Ehen. Säureschienen. Na gut, dann kann ich aber wenigstens das ganze Zeug hier nach Hause fahren. Ist ja auch was.
Da. Gut, dann bin ich mal gespannt, was wir jetzt kriegen. Munition und so, alles gerne gesehen. You think you're pretty smart now, don't you? Stahl auch. Here's your pay, Einstein. Dann kann ich mir nämlich eine Axt herstellen. Und das mache ich auch. Dankeschön. Gut, Leute, das sollte erstmal für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß gehabt. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Wie gesagt, nicht vergessen, Däumchen, Träumchen zu geben. Abonniert den Kanal und so. Und vor allen Dingen, macht euch einen schönen Tag. Ich bin raus. Tschüss.